Wir hatten es ja schon mal, dass du was an den Augen hast, oder? Das ist jetzt ja nicht das erste Mal. Die gucken voll grimmig. Oh. Oh. Hi, Arschlochpilz Nummer 2, na? Oh! Oh! Oho! Wo sind wir denn hier? Darf ich das mal aufmachen? Scheinbar nicht, oder? Oh. Toll. Juhu. Euphorie und so. Hat sich richtig krass gelohnt. Hui. Was hätte ich nur ohne diese Truhe gemacht? Was? Traurig. So geht's schneller zurück. Nun. Ja, weiter kam ich da aber nicht. Warte mal, war hier noch? Nee, okay. Ich kann mit den Münzen was anfangen. Ich glaube, es gibt vereinzelt auch so Händler, aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann damit Equipment kaufen, aber ich weiß nicht. Ich meine, es gab auch Händler, aber frag mich nicht. Das ist halt schon, wie gesagt, ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ja, du lass ihn doch, wenn er gerne penetriert wird. Ich gönne ihm den Spaß. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Deswegen dachte ich mir, guck mal, er ist so traurig mit seiner Feder da auf dem Kopf. Man muss halt auch mal andere Wege gehen. Au. Siehst du, hier stellt er sich zum Beispiel voll in diese Wibbelwurzel rein. Und, ne? Gib ihm. Im Takt. Ich weiß nicht, warum der Wald aggro ist. Das hat er mir nicht erzählt. Er ist ein bisschen schüchtern, vielleicht deshalb. Dieser Vogel gerade hat so ein bisschen was gehabt von Habitak. Finde ich. So in Pixel-Style halt. Die guten alten Pokémon-Teile. Bei dir kommt man speichern, deswegen bin ich hier. Danke. Bei den Bewohnern, was bei diesem Schnuggel hier, wirst du auch aggro? Oh. Bagu. Ette, das hat sie nicht so gemeint. Yep. Au, hat er mir gerade in den Arsch geschossen? Was ist denn mit dir los? Ah, der Typ ist auch irgendwie ein bisschen weird, oder? Na dann, viel Vergnügen beim Friseur. Ich hoffe, es wird nicht zu viel weggeschnitten. Und bis demnächst wahrscheinlich. Oh mein Gott. Schon diese deformierten, kriechenden Hirne, ey. Schrecklich. Dass hier so viele komische, verseuchte Sachen rumlaufen, ist echt nicht mehr normal, oder? Und hier ist wieder die Mucke einfach weg. Und... als wäre nie was gewesen. Nice. Die gucken auch so übelst creepy, diese ollen Pflanzen, ey. Wo ist Sonic hin? Danke. Ja. Gesagt, wohin? Muss ich. Was? Was ist das denn für ein Sound, Junge? Ach, du bist das, oder was? Scheinbar, okay. Holy fuck. Ich immer vergesse, dass da noch zwei Sachen hinterherkommen. Ich bin vergesslich. Ich muss übrigens die Folge für Zelda nur noch hochladen und ein Thumbnail machen.
Soweit bearbeitet ist es schon. Also, dem steht nichts im Wege. Hallo Tanda, na? Später habe ich eh wieder vergessen, wer du bist. Kennst du ja schon. Lass mich raten, deinem Rechner geht's auch noch nicht besser? Oder gibt's da Neuigkeiten? Schon. Erst, wie auch immer. Ne, warte mal. Hier unten mal weitergehen. Baby. Ah, nice. Fuck you. Ist immer super, man rennt gefühlt wirklich immer dieselben Wege, aber ich bräuchte halt sowas wie einen Doppelsprung oder so. Dann würde ich auch zum Beispiel in dem Schloss weiterkommen. Was? Ein Informatiker-Kumpel? Es liegt wahrscheinlich nicht am Treiber, so. Woran denn dann? Der Bluescreen hat aber tatsächlich was gesagt vom Treiber. Doch, hier war ich auch schon mal drin, einmal, glaube ich. Was ist er denn, Alter? What? Chill, Kumpel, chill. Alter, wie viele halten die denn aus? Bin ich hier zu früh? Wahrscheinlich, oder? Ja, hier komme ich auch nicht hoch, also irgendwie... Was war das denn? Was ist das? Ist das ein Mobsgeist? Was zum Fick ist richtig? Hallo? Okay. Cool. Hallo. Oh. Das hat wehgetan. The hell. Alter, wie weh tut der mir denn? Oh. Kleine Sindbad-Attrappe, ja, das ist er wohl. Das möchte gern Sindbad. Der ist sad, dass er es nicht geschafft hat, ein richtiger Sindbad zu werden. Was willst du? Das ist halt so... Alter. Ich glaube, das muss ich dann tatsächlich irgendwann später mal machen oder so. Wenn das beim letzten Mal auch schon so war. Wie gesagt, ich erinnere mich halt nicht so wirklich dran. Aber was sollen diese Geister bitte? Wozu sind die da? Oh, fuck my life. Wer bist du denn? Ich habe halt eigentlich auch einen... einen Feuerball oder sowas. Aber ich weiß nicht, wie ich den einsetzen kann. Okay, ich habe einen Hebel angebumst. Was? Boah. Oh Gott, dieses Bild. Das ist aber auch wirklich so ein bisschen Castlevania wieder, oder? Heilige Scheiße, wie viel Schaden die machen. Fuck my life. Okay, dann gehe ich hier wieder zurück, weil das bringt ja so noch keine Punkte. Vermutlich brauche ich eine andere Rüstung oder irgendwas. Weil so bringt das ja wirklich keine Punkte. Das kann ich mir knicken. Da. Der hat wieder den Faden verloren. Hier tut halt auch wirklich alles irgendwie weh, oder? Das ist so... Hm. Gibt's eigentlich schon Neuigkeiten wegen D&D Online? Ist das heute? Ist es nicht? Weil Ellie ging's ja nicht so gut. Ich habe aber gesehen, dass er von gestreamt hat. Aber als ich reinkam, war es zu spät. Da konnte ich nicht mehr fragen. Und über Twitter habe ich ihn jetzt nicht angehauen. Okay.
Weil dementsprechend ist der Stream natürlich dann auch... Ja, kein Stress, alles gut. Hätte ja nur sein können, dass es da schon irgendwelche Infos gibt oder so. Und ich es bloß einfach jetzt nicht mitbekommen habe, weil ich halt streame. Ja! Wieder mal der Wurm des Todes, ey. Schrecklich. Den Wurm konnte ich nicht zerstören, aber diesen komischen Habitat kann ich zerstören. Wenigstens etwas. Ausgleichende Gerechtigkeit. Okay. Ich finde es immer noch cool, dass die Gegner sich auch im Takt bewegen. Oh, da komme ich nicht hoch. Ich dachte, da komme ich hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Achso, wahrscheinlich, weil ich zu tief unten stand. Achso, geht doch. Stech doch nicht so an. Ich brauche sowas wie ein Double Jump oder so. Irgendwie... Oder sowas wie die High Jump Boots oder irgendwie so in dem Stil. Leider habe ich das bis jetzt nicht. Aber ich gehe fest davon aus, dass es sowas hier geben muss, weil es eben auch durchaus öfter so Stellen gibt, die so weit weg sind, dass ich sie definitiv mit einem normalen Sprung nicht erreichen kann. Dann gucken wir nochmal hier in Alexandria. Notfalls warp ich mich wieder, das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ja, ich sehe dich, vergiss es. Hm. Dieser komische Aggro-Ritter hier in seiner hässlichen Farbe. Ja gut, da wäre ich auch aggro, wenn ich so aussehen würde wie du. Dieser doppelte Gang. Das Einzige, was hier, glaube ich, anders war, war hier die Struktur im Hintergrund, aber sonst alles genauso. Wird streamen, wenn du bei deinen Eltern bist? Hast du da denn sowas wie Internet? Hallo Exilia, na? Alles klar. Was? Ach so, ich dachte, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Ich wollte mich gerade kurz aufregen, aber alles gut. Seit du ausgezogen bist, haben sie gutes Internet, was? Tja, nun. Vielleicht wollten sie dir damit unterschwellig irgendwas mitteilen, wer weiß. Und hier komme ich nicht rein. Das wird wahrscheinlich dann so gegen Ende nachher sein. Ja, fuck my life. Hier war nichts, ne? Nee, okay. Ich mir Sachen einfach auch nicht merken kann, ist voll gut. Wow. Hier ist dieser Warp-Point wieder. Ja, aber ich gucke hier erst mal weiter, ob hier weiter links noch irgendwas war. Oh mein Gott, Exilian. Aber du selber bist nicht krank. Außer, also du bist erschöpft, das ist mir schon klar. Aber krank bist du nicht. Das finde ich auch mal geil, wenn dann irgendwie bei uns auch Leute dann im Büro sitzen. Irgendwie alles voll husten und du sitzt da und kannst nicht weg. Dann ist doch diese widerliche Heizungsluft da. Und es fühlt sich an, als würdest du wirklich eingesaugt werden von einem Strom aus ekelhafter Luft. Ich meine, nichts gegen... Nerdluft, ja. Aber das ist halt richtig ranzig da. Da kriege ich auch jedes Mal eine mittelschwere Krise. Aber alleine sowas hier zum Beispiel, da komme ich hier so auch nicht rauf. Ne? Es muss also sowas wie ein Doppelsprung oder sowas geben. Denke ich. Ich glaube, das habe ich auch schon. Diesen komischen hässlichen Vogel habe ich auch schon erledigt. Da glaube ich auch gleich relativ mal anfangen noch. Da kam ich von der anderen Seite hin. Boah. Ja.
Ja gut, im T-Shirt unterwegs ist ja nicht weiter tragisch. Wenn dir nicht kalt ist, ist ja nicht das Thema. Aber wenn die dich zum Beispiel anstecken oder so die ganze Zeit... Was? Hint at secrets. Ah, Ulva, vielen Dank fürs Folgen. Da hat man auch mal meinen anderen Alert gehört. Ich hab gereimt, ich kleiner Pöt. Hier weiß ich, dass ich hier war. Ich weiß aber nicht, ob man hier noch mehr machen konnte. What the fuck? Ja, das hier war wie Clock Tower oder so von Castlevania. Whoa. War hier noch irgendwas? Das weiß ich halt nicht. Ja. Diese kleine Faktur, wo ich auch nicht rankomme. Alter, echt jetzt? Geil, wirklich. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie mega tragisch wäre, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Will er haben. So ein Scheiß. Wo komme ich hier jetzt hin? Tiefer in den Clock Tower rein, wa? Aber hier ist auch nichts, was ich irgendwie wegsmashen könnte. Doch, hier links. Kann das sein? Aber ich glaube, da war ich auch schon, oder? Ja, da war ich schon. Okay. Schade. Vielen Dank auch an dich, Exilian, fürs Folgen. By hitting them with your sword. Ja, ich habe ja kein Sword. Ach so, das geht auch so, Wunderbärchen. Also kann ich die doch bewegen? Ich wusste doch, da war irgendwas, aber ich wusste nicht mehr, wie es geht. Ich glaube, hier brauche ich nicht weiter hoch, das kann ich mir sparen. Aber es war trotzdem gut zu wissen, dass man die bewegen kann. Wusste ich doch, dass da was war. Aber wenn man das nicht mehr so hundertprozentig zusammenkriegt, ist das halt auch echt schon ein bisschen bitter, nicht? Hm. Na, speichern wir mal nochmal. Wow. So schnell konnte ich nicht dagegen steuern gerade. Gott sei Dank hat er mich gerade nicht zurückgeboostet. Warum kann man das eigentlich zerstören? Aber wenn ich das oben zerstört hätte, dann wäre ich halt direkt in die Spikes geflogen, weil ich nicht weit genug springen kann. Das ist schrecklich. Vom Final Fantasy? Ich weiß gar nicht, gab es den vielleicht in Final Fantasy 3 auch? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt. Also ich habe von Final Fantasy bis jetzt immer noch nur den dritten Teil gespielt. Wer bist du denn? Schätzungsweise war ich hier auch schon. Wow, ich habe Final Fantasy 3 durchgespielt. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Detail an die Gegner dort. Wenn ich ehrlich sein soll. Wie gesagt, weitere Teile kenne ich nur vom Hörensagen. Die Welt scheidet sich ja immer so ein bisschen, ob nun Final Fantasy 7 toll ist. Ja, hier zum Beispiel ab Teil 5 wird es erst richtig gut. Die einen sagen, boah, Final Fantasy 6 ist das Nonplusultra. Hier! Hier, Tanda, hier ist die Peitsche, guck mal. Ja, da hast du. Die nächsten sagen, Final Fantasy 7 ist toll. Die nächsten sind wieder, oh nee, Teil 9, Teil 9. Viele sagen aber auch zum Beispiel, Teil 10 wäre der beste. Ich weiß es nicht. Ich kann halt nichts dazu sagen, weil ich die Teile nie gespielt habe. Ich habe Teil 10 mal angefangen, privat zu spielen, vor, keine Ahnung, lass mich lügen, 3 Jahren oder so. Ich habe aber wirklich nur den Anfang gespielt, weil ich war krank zu dem Zeitpunkt, das weiß ich noch. Und ich weiß dementsprechend noch nicht mehr viel davon. Habe ich auf der PlayStation 4 gespielt. Gut, hier muss ich nicht weiter hin.
Hätte sein können, dass da noch irgendwas ist. Hier wieder der Peitschen-Daddy. Ich finde, dass einfach viele aus Nostalgie den Teil, den sie als ersten gespielt haben, eben am besten finden. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig unterstreichen oder unterschreiben würde, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Aber welche sollte man gespielt haben? 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 13? Was ist mit der 9? Ich sehe schon Thunders Protest. Ich weiß nur, dass Negoya diverse Teile Let's Played hat. Ich weiß jetzt aber nicht, welche sie alle hat und welche nicht. Keine Ahnung. Bei 13 weiß ich nur, da gibt es einige, die sagen, zum Beispiel X2 ist nicht so. Tinsy, hey, willkommen. Also ich kann aber mit Teil 13 jetzt auch nicht mitreden. Ich kann bei gar nichts mitreden, außer bei Teil 3, den kenne ich. Pokémon-Theme? Keine Ahnung, ich habe auch ewig kein Pokémon gespielt. So, ja, was? There used to be a mine east of here, but the Lizardman took it over. Eine Mine? Lizardman. Ach so, ich will der Allerbeste sein, ja. Ja, Pokémon. Ich habe, glaube auch noch irgendwo die CD davon rumliegen. Ich habe nämlich damals, als ich in diesem Hype drinne war, so in der 4. Klasse, wo das gerade anfing bei mir, auch die CD davon gehabt. Ich erinnere mich noch. Die habe ich bestimmt ja auch noch irgendwo rumstehen. Schon wieder so eine. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, ne? Das wäre schon ein bisschen Premium, so. Ah, hier ist wieder Mr. Augenbrauen-Man. Er ist der 100 Jahre alte Mann. Aber irgendwas war bei dem auch. Nicht, dass ich mich da großartig dran erinnern würde, aber irgendwas war da. Was? 13 habe ich am ersten Tag gegamed, als es rauskam, mochte es gar nicht und 2 Jahre später ist langweilig machen. Ja. Manchmal ist es aber teilweise wirklich so, dass man irgendwann ein Spiel anfängt, findet es scheiße und irgendwann später sagt man, boah, mega geil. Das hattest du doch zum Beispiel mit Undertale auch, ne, Tinsy? Dass du anfangs nicht so Feuer und Flamme warst. Und es dann doch so geil fandst. Und gönn dir Käfchen, Tinsy. Sei dir sowas von gegönnt. So, hier kann ich wieder warpen. Ja, wie gesagt, bei Undertale war ich anfangs auch mit Zwiespalt. Es war so ein bisschen. Man wusste, okay, dass es sieht erstmal schon mal speziell aus. Ich meine, ich habe nichts gegen diese Pixel-Optik. Es wäre jetzt irgendwie auch weird, wenn ich das sagen würde. Aber keine Ahnung. Und ich fand es sehr interessant, dass man halt, um das Spiel durchzuspielen, nicht mal irgendwen verletzen musste, irgendwen irgendwie bekämpfen musste oder so. Aber spätestens dann, als ich die Skelett Bros getroffen habe, fand ich das Spiel richtig geil. Ich mochte Toriel schon, aber die Skelett Bros, die haben halt alles weggeknackt. Das war schon. So, supi, ich kann einmal schnell speichern. Und ich glaube, dann warp ich wieder zu diesem komischen Castle. Irgendwie muss das ja gehen. Ja. Tinsy haut wieder Sätze raus, ohne zu merken, was da eigentlich abgeht.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ziemlich rutschig hier. Thunder. Oh mein Gott. Den hier kann ich nicht schieben. Warum kann ich den nicht schieben? Was soll das? Oder kann ich dich mitschieben? Auch nicht. Was ist denn das? Voll die Verarschung hier, ey. Da habe ich doch erst gelernt, wie das geht. Und dann funktioniert das hier nicht. So ein Scheiß. Und dann warpen wir mal. Wohin auch immer. Ja, ich glaube, ich werde zum Castle Entrance wieder. Ja, aber hier war auch nichts weiter. Dann war da nur dieses Dunkle, aber da konnte ich ja auch nicht irgendwie großartig was machen. Grand Hall. Ja. Das hier ist noch nicht der Darkroom. Der Darkroom, der ist weiter links irgendwo. Ja, die Mucke ist schon geil, ne? Finde ich auch. Guck mal sein langes Stäbchen an. Voll geil, oder? Wow, du machst aber Aua mit deinem Stäbchen. Ich finde, das sah auch so ein bisschen wie so ein Streichholz. Was zum Teufel bist du denn? Thunder, ey, ganz ehrlich, ich habe keine fucking Ahnung, ob es da Wege gibt, was? Was war das? Ach ja, ich habe ja nicht gespeichert. Geil. Wo war das jetzt noch? Also ich weiß nicht, ob in Alexandria noch ein Weg ist. Nee, okay, hier bin ich falsch. Das ist... Ich weiß es halt nicht. Ich brauche halt irgendwie sowas wie Doppelsprung oder so. Ich sag's jetzt zum gefühlten 20. Mal, aber es ist halt so. Ich habe das bis jetzt noch nicht gefunden. Das Einzige, was ich bis jetzt hier wieder gefunden habe, war ein Schwert. Das hilft mir aber nicht besonders viel. Weil die Axt hier zum Beispiel vom Angriff her wesentlich stärker ist. Brauche halt auch länger. Mit dem Schwert bin ich schneller. Muss aber auch mehr an den Nahkampf gehen, weil hier die Range besser ist.